21. August 2020. Theo, Frederik Böhle, findet die Schenkungsurkunde von seinem Vater an Amelie, Lara Isabel Renting, und verbrennt sie. Er ist fest davon überzeugt, dass Amelie Dorben, Joachim Kretzer, nur ausnutzen wollte. Bruno, Wolfgang Hansch, tut sich schwer, seine Sachen vor der anstehenden Teilungsversteigerung auszumisten. Gregor, Wolfram Granditzka, versucht indes mit allen Mitteln an den Hof zu kommen. Bier, Clara Apel, ist von Antons, Jean-Luc Caputo, erneute Abweisung tief verletzt und gibt sich ihrem Liebeskummer hin. Gunther, Hermann Tölke und David, Arne Rudolf, werden dabei erwischt, wie sie eine Cannabispflanze von Merlis, Anja Franke, Streuobstwiese entfernen.